Der Erfolg der AfD in diesem Jahr 2023 ist natürlich auch Alice Weidel zu verdanken und ihren unnachahmlichen Interviews. Also, ich bin nicht queer, sondern ich bin mit einer Frau verheiratet, die ich seit 20 Jahren kenne. Wir haben zwei gemeinsame Kinder. Ich fühle mich nicht diskriminiert. Warum auch? Ist gut, sie ist nicht trans. Natürlich ist sie nicht trans. Nein, sie ist ja lesbisch. Das ist ein großer Unterschied. Nicht trans, aber lesbisch. Das ist eine Unterscheidung, mit der du heute auch aus jeder zweiten linkswoken Studenten-WG fliegen könntest. Aber nein, sie ist lesbisch und nicht queer. Was ist jetzt genau der Unterschied? Lesben sind nicht queer, weil Lesben sind geradeaus. Also Lesben sind auch vom Weg abgekommen, aber der Weg, der vom Weg abgekommen ist, geht immer noch geradeaus. Also in die falsche Richtung, aber geradeaus. Ne? Bei queer weiß man gar nicht. Da ist der Weg rechts, links, kreuz, quer. Nee, das will man nicht. Ne? Aber das ist, versteht ihr den Unterschied? Auch nicht. Egal. Kommen wir zu den wichtigeren Fragen. Was war in diesem Jahr eigentlich mit dem 8. Mai 1945? Hat Alice Weidel gefeiert? Also hier die Niederlage des eigenen Landes zu befeiern mit einer ehemaligen Besatzungsmacht, das ist etwas, wo ich für mich persönlich entschieden habe, auch mit der Fluchtgeschichte meines Vaters, daran nicht teilzunehmen. Niederlage, klar. Ich glaube, diese Niederlage wird erst getilgt sein, wenn Thüringen an Russland fällt. Wenn Thüringen an die AfD fällt. Nee, wenn Thüringen an Russland gehen würde, wäre gar nicht so schlecht. Aber egal. Auf jeden Fall ist es der Tag der Niederlage, der 8. Mai 1945, das haben wir jetzt hier gelernt, und Alice Weidel hat nicht gefeiert. Also, dass Thüringen bald an die AfD fällt, ist wahrscheinlicher, als dass Thüringen an Russland geht, denn CDU und AfD haben da schon erfolgreich zusammengearbeitet in diesem Jahr bei der Grunderwerbssteuerreform. Ja, da haben sie beide miteinander abgestimmt und es herrschte das übliche Chaos danach. Die CDU sagte, ach, wir haben gar nicht gemerkt, mit wem wir da abgestimmt haben. Die FDP sagte, wir wussten gar nicht, dass da Abstimmung ist. Und die SPD sagte, wir wissen gar nicht, ob es uns noch gibt hier in Thüringen. Und so ist man natürlich als demokratische Partei der Steigbügelhalter der AfD. Und dann sagten tatsächlich Leute, ja gut, wenn man jetzt mal mit der AfD abstimmt, wenn sie was Richtiges will, das kann doch gar nicht falsch sein. Und Grunderwerbssteuer ist doch nicht rechts. Wieso ist das falsch? Und an dieser Stelle muss man intervenieren und sagen, Moment, alle, die jetzt sagen, hey, auch eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig. Gefährliches Gebiet. Gefährliches Gebiet, wenn man mit Extremisten zusammenarbeiten will. Denn nur weil die falschen Leute mal das Richtige wollen, heißt es noch lange nicht, dass die falschen Leute die richtigen Leute sind. Nein, denn dafür ist die... Dafür ist die AfD doch viel zu schlau. Natürlich, die machen doch genau das, weil sie wissen, dass sie dann als demokratischer gelten, als sie sind. Hey, wir wollen doch auch nur das Richtige. Und wenn man sich fragt, warum ist Alice Weidel in der AfD als lesbische, nicht queere Frau? Weil das Geschäftsprinzip der AfD ist. Einzelne Pappkameraden als pseudoliberale Figuren an die Front schicken, sodass man sagt, ach, die Weidel ist doch auch nicht hetero, die sind gar nicht so schlimm. Nein, das ist genau das Programm. Und denen, die da mitmachen, denen erlaubt man dann, so zu leben, wie man es allen anderen sofort verbieten würde, wenn man an der Macht ist. Und an der Macht würden diese Leute die Privilegien halten. Und der Rest wäre ihnen scheißegal.